Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Destiny 2. Ich bin immer noch Leonika und wir machen heute ein weiteres neues Abenteuer hier auf Io. Und wow, da war eine Kiste, die können wir nicht ignorieren. Diese arme Kiste muss geborgen werden, damit sie auf gar keinen Fall in Feindhände gelangt. Das wäre nicht akzeptabel. Das ist meine Kiste und das ist mein Io-Token. Deswegen mussten wir diese Kiste natürlich jetzt gleich mal mitnehmen. Oder noch eine? Ja, na egal, jetzt hier weiter. So, und da vorne ist sie auch schon. Die Mission, an die wir natürlich erstmal rankommen müssen. So, war leichter als erwartet. Oh, natürlich. Die Würstchen sind auch noch da. Die haben wir ja in der letzten Folge schon ordentlich verdroschen. Die werden sich vorerst nicht mehr so gern mit uns anlegen. Immerhin haben wir ihren Miniboss zerquetscht und sie alle gemacht, diese Schweine. Und jetzt spielen wir das Abenteuer Road Rage. Escher regt sich darüber auf, dass die Vex Interesse an der Io-Kammer haben. Er hat einen ungewöhnlichen Vorschlag, damit umzugehen. Ja, damit werden wir umgehen, auf jeden Fall. Und wir starten das Abenteuer. Assistentin, ich habe eine Aufgabe für dich. Aber dein fleischiger Körper ist kaum widerstandsfähig genug dafür. Hast du fleischig gesagt? In einer nahegelegenen Garage findest du Panzerfahrzeuge. Beschaff dir eines. Ich frag mich, was er gesagt hätte, wenn ich ein Exo wäre. Also, ist doch nur mal so gefragt. Also, wenn ich ein Exo wäre. Weil mir ist aufgefallen, dass diese, was sie sagen, sehr davon abhängt, was man isst manchmal. Denn ich habe irgendwann mal was gescannt und dann meinte der Geist, dass der Gegenstand auf meinen Exokörper reagiert hatte, wo ich mit meinem Exo gespielt habe. Deswegen bin ich da schon ein bisschen gespannt, was sie dann sagen. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie extra für die Geschlechter dann Freund und Freundin sagen würden. Wobei ich Escher verbessern muss. Ich bin nämlich ein Typ und keine Frau. Also Escher, du solltest dir die Augen mal auswaschen oder so oder sonst was. Ich bin nämlich ein Typ. Ich bin nur etwas für ihn. Gerät verfügst, erinnerst du dich an die Kriegsgeistkammer? Die Vex sind an seinen Geheimnissen überaus interessiert. Das hat jetzt ein Ende. Hat die gleiche Mission? Au. Hüter auf Mission! Dö. Der hat nicht die gleiche Mission, der hat sich einfach nur das Ding gegeiert. Okay, verstehe. Das... Ihr Wex-Schweinchen. Oh, das Ding ist doch besser als erwartet. Vor allem, es schießt ja jetzt zwei Raketen und nicht mal. Links eine, rechts eine, links eine. Sehr ungewohnt. Ein Fall zurückschlagen. Also das müssen die Elite-Modelle sein. Ich meine, die normalen Kabale hatten ja wahrscheinlich einfach die Schrottmodelle. Und das ist halt jetzt Elite. Man sieht es einfach, wie Elite das hier alles ist. Ich meine, nur die Elite hat natürlich auch Flammenwerfer. Ich frage mich, warum jetzt der eigentlich nötig gewesen sein sollte. Ich meine, das hätte ich auch locker ohne das Ding hier geschafft. Welche Informationen wollen die Vex aus der Kriegsgeistkammer haben? Die Kriegsgeister waren verbunden mit den verlorenen Künsten der Menschheit. Musik, Literatur, Filme. Die Vex verstehen diese emotionale Frivolität nicht. Aber sie werden es als Waffe gegen uns einsetzen. Wenn wir es zulassen. Macht gar keinen Sinn. Wie sollen sie Musik als unser Feind benutzen? Musik ist toll. Oh mein Gott. Ich weiß, was sie machen. Sie wollen Schlagermusik gegen uns einsetzen. Und da sie nicht singen können, müssen sie erstmal Schlagermusik sammeln. Das können wir natürlich nicht zulassen, dass sie so eine schreckliche Waffe gegen uns benutzen. Sie wollen Schlager gegen uns benutzen. Das geht mal gar nicht. Das können wir nicht zulassen, Leute. Sie dürfen nicht die bösartige Schlagermusik gegen uns verwenden. Wir müssen uns zuerst in Händen der Schlagermusik wissen. Denn dann können wir sie kaputt machen. Vex halten kein Schlager aus, genauso wie jede andere Rasse der Welt sie nicht aushält. Würdest du jetzt bitte mal drauf gehen? Danke.
Sieht aus, als würden die Besessenen auch die Schlagermusik erobern wollen. Sie wissen wohl inzwischen alle schon, wie schrecklich diese Waffe sein kann. Okay, das hat nicht so eine tolle Distanz. Wir holen uns mal einen neuen. Ja, ich weiß, ich habe in der Wir machen gute Fortschritte. Ja, behauptest du. Einen Vorschlag hätte ich jedoch. Und das wäre... Nun, wenn die Vex unersetzbare Daten gestohlen haben, sollte man diese wohl lieber bergen, statt sie zu zerstören. Aber echt? Ja! Na schön, mach doch, was du willst. Jo. Also diese neuen Abfänger sind schon deutlich besser als die, wo die Standardkabale hatten. Jage die Vex. Oh yeah, das werden wir tun. Wir lassen auf gar keinen Fall das zu, dass die Schlagermusik gegen uns verwenden. Das ist einfach nicht akzeptabel. Oh, und die lassen sich auch schon viel besser steuern. Ich kann mich noch erinnern, dass die normalen Abfänger sich nur schwerlich gesteuert haben. Was aber auch Sinn ergeben hat. Ich meine, guck dir mal diese Dinger an. Hat er sich einfach geheilt. Das ist ja richtig frech. Warum stöhnt mein Charakter eigentlich jedes Mal, wenn sie auf das Ding schießen? Die treffen mich doch gar nicht, oder? Treffen das Fahrzeug. Das war's. Turbogang, Junge. Also diese neuen Fahrzeuge sind auf jeden Fall schon mal richtig geil. Vor allem, jetzt können wir endlich mal durch die Hydra-Schilder durchschießen. Das wird ihnen eine Lehre sein, so etwas Dämliches zu machen. Wobei ich die Logik der Hydra-Schilde so oder so nie kapiert habe, dass sie sich um die Hydra rumdrehen. Ich meine, die können ja da durchschießen, das wissen wir. Könnte ich auch treffen, wenn sie das Schild vorne haben. Bisher kann ich nichts Interessantes in unseren Kill-Daten finden, Asher. Sind das wirklich die richtigen Vex? Wer weiß. Was meinst du damit? Die richtigen Vex? Du weißt schon. Sind das die Roboter, nach denen wir suchen? Die Vex würden Goblins und Hydras nicht solch wertvolle Daten anvertrauen. Du musst den Vex-Geist finden, der für die Einbrüche verantwortlich ist. Manchmal bringst du mich auf die Palme. Okay, ein Vex-Geist kommt sofort. So ein Zufall. Ist das etwa der Vex-Geist? Zufälle gibt's. Kaum ist es im Gespräch, da kommt schon einer daher. Müssen wir erstmal den da oben fertig machen, der geht uns nämlich hörig auf die Nerven. Nämlich keinen Bock drauf zu gehen, weil der uns flankiert. Natürlich verbünden die sich jetzt wieder gegen uns. Warum auch nicht? Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. War vielleicht nicht so schlau, seine Gegner zu killen. Ah ne, da lebt noch was. Das ist gut. Unglaublich, wie die sich jedes Mal verbünden, um uns Platz zu machen, ne? Jedes Mal derselbe Quark. Da oben sind natürlich jetzt wieder Besessene. So, ich muss schon sagen, NetKI. Schön, ihr habt einen schönen Überlebenswillen. Ihr kommt das sowieso zurück, sobald ich euch wegspreng. So müsst ihr euch nicht unbedingt gegen mich verbünden. Ihr seid ja sowieso unsterblich. Oh, ups. So, wäre cool, wenn man die HP sehen könnte vom Fahrzeug. Genau genommen könnte ich auch mit dem Fahrzeug jetzt einfach die ganze Zeit hier rumknusen und Leute kaputt schießen und würde dafür EP bekommen. Und dafür würde ich wieder Pflanzengramme bekommen. Das wäre eigentlich auch ganz interessant. Obwohl, ich glaube, ich kriege ja nur wenig EP. Frag mich, wie lange es dauern würde, wenn ich kein Fahrzeug hätte.
Wahrscheinlich ist das Fahrzeug extra nur wegen diesem Bossfight da. Diesen Super-Action-Bossfight. Na, trifft mich nicht, hä? Tschüss, ich hole mir mal schnell ein neues Fahrzeug. So, wo war jetzt nochmal dieser Fahrzeugbogen? Ah, fuck it. Her mit dem Fahrzeug. Wo ist er jetzt hin? Oh, cool. Nice, danke. Wir haben ihn, Escher. Die Vex haben tatsächlich Dateien aus der Kammer gestohlen. Einige über den Mars, über jemanden namens Anna Bray. Und natürlich viele Daten zum Kriegsgeistprojekt. Schau dir das am besten an. Hoffentlich hilft's. Hoffnung ist ein logischer Trugschluss. Nur Daten führen zu handfesten Lösungen. Okay. Mir fällt auch aber gerade auf, es hat auch einen schlechten Nachteil, dass es jetzt zwei Raketen schießt. Und zwar, mit dem hier müssen wir anscheinend direkte Treffer machen, weil wenn sie auch nur ein bisschen daneben sind, machen sie sau wenig Schaden. Warte, war das jetzt schon wieder die Mission? Ja, das war tatsächlich schon die Mission. Die ging ja jetzt eigentlich wieder ganz fix. Es waren jetzt wieder zwei kürzere Missionen. Na gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssikowski, goodbye. Yo, DJ, put a needle back to the record, baby, and give me this shit.